Tschüss. Tschüss. Man sieht sich. Wird das mittlerweile halt auch so für Trauerfeiern oder sowas gebucht direkt. Ja. Also wenn da jemand stirbt und der sehr humorvoller Mensch war, dann stehe ich da manchmal. Sind wir außer Atem? Ein bisschen. Ein bisschen. Sehr gut. Sport ist Mord. Sport. Also ich muss sagen, der Uwe hat aber auch Begriffe genommen, die man gut kneten kann. Muss man auch mal ein Kompliment machen. Ja, bin ich auch. Also ich bin fertig. Wurm? Man stirbt nur einmal im Leben, ne? Ja, ja. Also es gibt oder was ist, ja, was ist mit den Hindus? Was machst du denn mit denen jetzt? Also ach so, das ist Wiedergeburt und sowas. Ja, ja, ja. Seelenrecycling. Ja. Ja. Ist natürlich immer ein bisschen respektlos meiner Arbeit gegenüber. Herzlich willkommen zu WebVelo, der klimaneutralsten Talkshow der Welt. Heute zu Gast der Türsteher des Jenseits und Verfechter des schwarzen Humors, der Tod. Und hier ist die linke Hand Gottes, Patrick Hesse. Wir sind immer noch mit dem Tod unterwegs im Übrigen. Ja, wir haben gerade aus dem vollen Schöpfen gespielt. Der Tod hat gewonnen. Ich gönne es ihm komplett. Uwe ist Zweiter, ich bin Dritter. Ja, und wir fahren jetzt einfach mal weiter. Auf geht's. Ja. Auf geht's. Auf geht's. Los. So. Hier, habt ihr so eine schöne Musikbox? Hast du auch Musik mitgebracht? Oder ist das nur für andere Gäste? Das ist wirklich Tatsache. Hast du denn einen Musikwunsch? Oh, es gibt ja viel beim Tod. Ne? Du kannst Killing Me Softly, Time to Say Goodbye. Lebt denn der alte Holzmichel noch? Ja. Aber dann nicht den Refrain, den finde ich doof. Ja. Ja. Du, das finde ich sogar gar nicht schlecht. Könnte ich mal kurz mein Handy haben, Uwe? Ja. Dann, ich erfülle dem Tod ja liebend gern alle Wünsche. Ja. Weil ich brauche einen Stein im Brett irgendwie. Ja. Merci. So. Oder Who Wants to Live Forever? Finde ich auch super. Pass mal auf, das machen wir jetzt mal ganz spontan. Darauf bin ich jetzt ehrlich gesagt wirklich nicht vorbereitet gewesen. Ja, Tod ist immer spontan. Das finde ich aber toll. Ja, das ist live, würde jetzt Thomas Gottschalk sagen. Das ist live. Also mit V, ne? So. Abgestiegen. Live ist live, kannst du auch. Nee, so, lieber nicht. Live ist live. Who wants live forever? Sehr schön. So, extra für dich, lieber Tod. Das ist schön. Gibt es eigentlich Probleme mit der GEMA? Das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Wahrscheinlich schon, aber wir probieren es einfach. Genau, so lange, ja, bis man gesperrt wird. Obwohl beim Tod trauen sie sich das auch nicht. Jawohl. Ja. So. Guck mal, habe ich auch ein Feuerzeug mit? Ich glaube nicht. Na gut, müssen die anderen machen. Ich glaube, er hört uns nicht als Stöpsel drin. So, ja, das ist gemeine, ne? Ja. Niemand. Das ist schlimm, oder? Ja. Also natürlich will keiner sterben, aber ewig leben ist jetzt auch nicht die Lösung. Genau. Nimm, nimm. Schön vorsichtig. Das hätten wir zum Ausklang machen müssen, ne? Das bringt so richtig schön runter. So, wo sind wir denn überhaupt hergekommen? Ja, von da, ne? Jetzt wird es richtig existenziell. Wo sind wir hergekommen? Von woher kommen wir denn? Ja, und wohin gehen wir denn? Ja, jetzt wird es philosophisch. Jetzt wird es philosophisch. Das macht Who Wants to Live Forever. Ist ja auch die Frage, ewiges Leben. Ich glaube, das wäre die schlimmste Erfindung, die man machen könnte. Ich glaube auch, ne? Weil ich stelle dir vor, kann ja keiner mehr neu kommen, weil es wird ja irgendwann zu voll. Ja, absolut. Und dann, wer entscheidet dann, wer bleibt und wer geht? Ja, das sind wirklich Fragen, ne? Das ist, ja. Ja. Wahrscheinlich Helene Fischer. Oh Gott. Okay. Ja, dann lieber kurz leben, oder? Dann lieber ein kurzes Leben. Ah. Obwohl natürlich nicht. Helene, wenn du möchtest, komm natürlich auf mein Rad, wenn du willst. Ja, ja. Da ist er wieder. Da ist er wieder. Der Quotenmensch. Der Quote. Ne? Scheiß drauf. Scheiß drauf, die Quote. So. Ich bin Quotenkinder. Sehr schön.
Ah, oh je. Jetzt geht's hier richtig Mountainbike-Tour, was? Ja. So, das war sehr schön. So, ich mach's mal wirklich über aus, weil wenn wir nämlich dann wirklich das rechte Problem haben, dann wird's gemutet. Oh, das wollen wir nicht. Das wollen wir natürlich nicht. Wir haben gerade Who Wants to Live Forever von Queen gesungen. Wir haben, würden auch Highway to Hell machen oder das passt auch zu dem Gehweg gerade hier oder Stairways to Heaven. Es gibt da viel Auswahl. Wenn ihr Musikwünsche habt, schreibt das unten drunter, dann kommt das in meine Songlist auf Spotify. Du hast eine Songlist auf Spotify? Exitusiert eine. Ist ja sehr gut. Jetzt kommen die und dann sammeln wir so Songs, die Bezug zu uns haben. Ja, sehr, sehr schön. Die werden wir natürlich auch verlinken. Sehr, sehr schön. So, wir fahren jetzt wieder aus dem Park raus. Das ist richtig schön hier. So. Ach, ist ja toll. Schön. Wetter hat auch gehalten heute. Ja. Finde ich sehr lieb von dir, dass du da... Oh, ich habe da keinen Einfluss. Ach, du hast da keinen Einfluss? Ich frage mich ja immer, wen du so kennst und wen nicht. Das ist ja dann... Du meinst ja, ob ich bei Petrus gute Kontakte habe und dann mach mal schön, ich muss auf Fahrrad rum. Du musst auf dem Fahrrad, ne? So Regen wäre ein bisschen doof. Und jetzt machen wir den ganzen Berg wieder runter, ne? Den du da vorhin fast alleine hochgestapft bist. So sieht's aus. Jetzt kann man einfach mal rollen lassen. Einfach mal rollen lassen. Einfach mal ein Leben kommen lassen, wie es ist. Das ist schön. Ein Traum. Jawohl. Sind wir auch hier hochgekommen? Knapp vorbei, Entschuldigung. Oh. Immer bei der Arbeit, ne? Ja, ja. Immer bei der Arbeit. Man muss immer auch nehmen, was man mitnehmen kann. Absolut, absolut. Dass man jetzt weg hat, kommt auch später nicht nochmal. Sag mal, vielleicht kannst du uns was verraten. Wen hast du denn als nächsten Promi so auf der Liste? Oh, da lasse ich mich auch überraschen. Das Tolle ist aber, egal welchen Promi es gibt, ich krieg sie alle. Ich habe dann schon so Autogrammsammlungen. Albert, Marilyn, ja. Amy, Elvis? Man drückt sie alle. Elvis? Nee, Elvis ist ja noch nicht tot. Der hat sich den Karl Lagerfeld gemacht, als du ihn geholt hast. Wie er sich gemacht hat? Ach, man macht sich ja jetzt nicht so toll. Der ist jetzt, der war ja schon tot fast. Also hat sich nicht viel verändert. Herrlich. Hat sich aber nicht die Jogginghose an sich. Nein. Oh, gut, er hat die Kontrolle, obwohl seine Kontrolle übers Leben hat er ja eigentlich verloren. Eigentlich hat er die Kontrolle übers Leben verloren. Also muss er eigentlich in Jogginghose unterwegs. Theoretisch ist er jetzt im jetzigen Jogginganzug. Ja, ich werde nochmal nachgucken. Sehr gut. So. Ich würde jetzt tatsächlich geradeaus fahren. Ich glaube, da kommen wir nämlich. Ja. Ich glaube schon. So, wir spielen jetzt wieder unsere Lieblingskategorie. Unsere, spielen, spielen, spielen! Ja! Spielen! Spiel mir das Spiel vom Tod, Teil 2. Lieblingskategorie mit dem Tod. Und zwar die 5 fixen Fragen von Uwe. 5 fixe Fragen. So, dafür bekomme ich wie immer einen Umschlag. Heute mal im dezenten Schwarz. Oh. Ja, ja. Auch mal gepolstert, falls auch er runterfällt? Ja, ganz genau. Sehr gut. Auch gepolstert, kannst du dir gerade wieder... Ah, Uwe, du bist ein Schatz. Toll. Und ich habe jetzt hier, ich möchte mich von vornherein wieder wie immer distanzieren. Ich habe 5 Fragen von Uwe hier stehen. Sogar im Design jetzt. Selbstverständlich. Das ist ein Wahnsinn. Ja, absolut. Ne? Ich sag dir, große sagt eins, das große Promi-Kneten. Ja? Ich bin auf dem Weg dahin. Was ja? ist das Besondere an den 5 fixen Fragen? Die müssen fix beantwortet werden oder kurz? Oder? Wäre nicht schlecht. Mal gucken, ob wir sie fix beantworten können. So, und zwar die erste Frage ist, lieber eine Reise ins Jenseits mit Donald Trump oder eine Wasserleiche? Nö, oder einer Wasserleiche. Lieber mit Donald Trump oder mit einer Wasserleiche in die Reise des Jenseits? Das kommt drauf an, wer die Wasserleiche ist. Ne? Das ist ja, also bei mir ist ja die Sache, ich hole immer wen ab, mit dem ich mich gut unterhalten kann. Und ich finde, mit Donald Trump ist es im Diesseits viel zu witzig. Den würde ich gerne noch ein bisschen hier lassen, deshalb nehme ich die Wasserleiche. Sehr schön. Zweite Frage. Als Arbeitswerkzeug eine Sense oder den Gartenhäcksler 5000? Ja, Sense. Altbewährt. Ja? Ich finde auch, diesen ganzen modernen Schnickschnack muss man nicht mitmachen. Sense, das geht immer. Aber selbst so Akkubetrieb ist natürlich immer doof, ja, wenn der Akku Strom, dann schnappt. Ne? Ja, ne? Ist es ja nicht so, dass ich immer hier in der ersten Welt unterwegs bin. Ja, ja, das ist richtig. Dann hast du mal keinen Strom und dann ist der Gartenhäcksler 5000 kaputt. Genau. Und dann, unschwer. Unschwer und dann musst du noch mal kommen. Und, oh, das ist ja mir auch anstrengend. Also die Sense noch mal, guck mal, du merkst, du kannst sofort mal zack, zack, zack. Ja, die ist wirklich fix. Das aber dann kannst du deine Klienten vielleicht praktischer verpacken. Praktischer verpacken? Ja. Ja, das Ding ist, ich mache mit der Sense ja gar nichts. Das ist immer nur so ein Erkennungszeichen. Ach so. Weißt du, das ist Corporate Identity, damit man weiß, wer ist da eigentlich da.
So wie ja, die Post oder die Feuerwehr rot ist, die Post gelb, weiß man, tot, schwarz und Sense. Und Sense. Jetzt ist vorbei. Sehr gut. Jetzt ist Sense. Jetzt ist Sense. Ja. Jetzt ist Sense. Dann die dritte Frage. Am Sonntag Treff am Stammtisch der Nekrophilen oder Tanz auf dem Friedhof? Nekrophile oder Tanz auf dem Friedhof? Oh, da finde ich Friedhoftanzen schon schöner. Ich habe es ja erwähnt, in anderen Kulturkreisen gibt es das schon sehr häufig. In Mexiko kennen viele Dia de los Muertos. Da wird auf dem Friedhof auch getanzt und gefeiert. Und das finde ich sehr schön, eine Tradition, die man vielleicht auch überführen könnte, um die Verstorbenen zu feiern. Ja. Also Tanz auf dem Friedhof, fände ich, könnte auch in der westlichen Welt ankommen. Sehr schön. Vierte Frage. Wer wäre dir als Vorarbeiter lieber? Volksrepublik China oder Covid-19? Ich komme gleich zu dir. Als Vorarbeiter, wer mir lieber ist. China, Volksrepublik China oder Covid-19? Oh, ich nehme eigentlich jeden, der irgendwas was macht. Das ist jetzt, ich glaube nicht, dass jetzt irgendwie Krankheit oder ein Staat, das ist ja so die Frage, was ist schlimmer? Kommt drauf an. Ne? Kommt drauf an. Ich habe mit beiden schon gute Erfahrungen gemacht. Sehr gut, dann lassen wir das mit Krankheit. So stehen. Also ich nehme einfach beide. Beide, sehr gut. Und jetzt die fünfte und letzte Frage. Auf Netflix lieber Twilight oder Final Destination? Ja, also Twilight ist das mit diesen Vampiren? Ja, genau. Und Tote finde genau. Ich ja prinzipiell nicht so dolle. Okay. Also das heißt. Lieber Final Destination. Ja. Sehr schön. So, und das waren sie schon, die fünf fixen Fragen. Das ging fix, ja. Ja, ich dachte das. Von Uwe an den Tod. Das war's. Fünf fixe Fragen. So, und jetzt sind wir auch Tatsache, wir haben es wirklich, das ist ja Punktlandung hier. Ja, natürlich. Ne? Guck mal, wir sind nämlich jetzt auch schon da. Tod ist immer pünktlich. Der Tod ist immer pünktlich. Kommt immer dann, wenn man es nicht ahnt. So, wir fahren dich natürlich selbstverständlich wieder genau dahin, wo wir dich abgeholt haben. St. Matthäus-Friedhof, schöner Friedhof zum Besuchen. Gibt auch ein Gedenkgrab für die Gebrüder Grimm. Also kann man mal vorbeikommen. Das erste Friedhofscafé Berlins ist hier. Finibo. Besuch. Wunderschön. Lieber Tod, es war uns wirklich eine Freude. Ich nehme den Helm wieder ab. Ja, Safety first für heute. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, wir hoffen, dass wir jetzt nicht jetzt viel Arbeit gemacht haben noch im Nachhinein, ja. Was liegen geblieben ist und so. Ja, viel Spaß heute noch. Und ja, das war der Tod. Wir verlinken unten alles, wo du unterwegs bist in Deutschland, auf welchen Bühnen. Und geht hin, guckt ihn in euch an. Es ist einfach wirklich zum Schießen, zum Erschießen. Zum Totlachen. Zum Totlachen, ja. Und guckt auch bei uns rein. Und gleich gibt es das Fazit mit Uwe und mir. Und bleibt dran, das war der Tod. Das ist Uwe. Ich bin Patrick. Bis dahin. Ich bin Uwe. Tschüss. Tschüss. So, das war sie nun, die Folge BIP-Velo mit der Tod. Ja. Ihr seht, wir leben noch. Wir sind noch unter den Lebenden. Tod ist nur mitgefahren. Ja. Und wir mussten nicht auf den Tod aufspringen. Das ist wohl wahr. Ja, ich fand's sehr interessant, auch ein bisschen Privates über den Tod zu erfahren. Ja. Ja, ich glaube, da waren schon einige lustige Momente dabei. Ihr schreibt es unten noch mal rein, wo ihr den Tod irgendwo irgendwie bei euch sehen könnt, auf eurer Bühne, eures Vertrauens. Und kauft auch alles Mögliche vom Tod. Er hat ja nicht genug Merchandise. Ja, sonst wie immer kommentieren, ne? Abonnieren, Glöckchen läuten, genau. Das Übliche. Ne? Vielleicht nicht ganz so viel Hate-Kommentare, weil wir sind mit dem Tod jetzt so. Ne? Also wir können euch in der Liste weiter nach vorne bringen. Das geht ganz fix, haben wir jetzt festgestellt. Nicht nur bei den Berliner Clubs, sondern jetzt auch beim Tod. Ja, ich glaube, wir kommen jetzt auch wirklich ins Bergheim schneller rein, wenn es wieder offen hat. Ja, und hier, da und da und da und überall sind dann noch ein paar andere Folgen. Guckt rein, freut uns. Wie gesagt, lasst eure Kommis da, sagt, was ihr toll findet, was ihr nicht toll findet, wen ihr vielleicht gerne noch als Gast haben möchtet bei uns. Und abonnieren halt, wie gesagt, nicht vergessen. Ja, Uwe, hast du noch irgendwie einen Schlusssatz? Boah, wir hatten heute so viele Wortspiele mit Tod und Sterben und hier ist der Totentanz und wir haben eigentlich alles durchgekaut. Wir haben alles durchgekaut, ne? Ja, würde ich auch sagen. Oh, okay, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge WIP-Velo. Wir sind am Ende und wir geben jetzt
den Löffel ab. So sieht's aus. Den hatten wir heute, glaube ich, noch nicht. Nee, den hatten wir noch nicht und jetzt haben wir ihn aber auch noch im Repertoire. Ja, bis zur nächsten Folge mit Velo. Bleibt dran. Tschüss. Und bleibt gesund. Bis dann. Tschüss. Sag mal, hast du uns schon abonniert und die Glocke aktiviert?